Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mirror's Edge Catalyst. So, der Plan war, Mission machen. Genau, die Mission war ja irgendwo unten, ne? Ja, da. Oh, warte mal. Wir haben zwei Missionen. Gefangene X, sprich mit Isabel Krüger und sprich mit Rebecca Tane. Ja gut, ich glaube, das ist Nebenmission, ne? Und das ist Hauptmission. Dann machen wir erst die Nebenmission. Definitiv. Kann ich hier durch? Oh. Wenn ich vielleicht nicht unbedingt hüpfen würde, wäre das... und die richtige Taste noch drücke, wäre das wahrscheinlich machbar gewesen. Wupp. Ich weiß nicht, wo soll ich denn? Ach doch, da drüber, ja. Hat es richtig in Erinnerung. So, hier hin. Oh, da kann ich ja das noch klauen. Ei, Wunderbärchen. Stimmt, wir sind hier nie so runtergefahren. Wir waren ja dann immer schon unten. Ich kann es mir nicht wegkneifen. Immer wenn ich in einem Fahrstuhl bin, muss ich so Fahrstuhlmelodien von mir geben. Eieieiei. Schön, dass du hier bist, um uns zu helfen. So. Hey, hier rüber. Nee. Liefermission. Nee. Definitiv nicht. So. Gibt's vielleicht was für den Widerstand zu tun? Mir ist gerade irgendwie nach Revolution. Nun, da wäre ein Dom nahe Hail City, in dem jemand einen Aufstand anzetteln müsste. Oh, ich dachte eher an etwas, das nicht ganz so weit weg ist. Unser Kampf betrifft ganz Cascadia, Payne. Wir wollen eine bessere Welt. Eine, in der Noah noch bei uns... Halten Sie ihn da raus. Wenn du unseren Kampf ernst nimmst. Abgemacht. Nun, ich hätte tatsächlich einen Auftrag für dich. Ich brauche jemanden, der in den Projekten eine Kommunikationsantenne anzapft. Das ist schon eher was für mich. Sehr gut. Hier ist der Data Tab. Ich schicke dir die Position auf deinen Beat. Viel Glück. Warum sagen die immer viel Glück? Ich brauche kein Glück, ich kann das auch so. So, wo muss ich hin? Wo lang? Da lang? Gut. Ohne die Runner Vision wäre ich so aufgeschmissen. Hi, du bist Faith, oder? Nein, ich bin Hugo. Ja, obwohl nach oben habe ich nie so den Drang, Fahrstuhlmelodien zu machen. Wenn nur nach unten komisch Sachen gibt's. Es hat sich auch nicht richtig angefühlt, diese Melodie zu machen, als ich jetzt nach oben gefahren bin. Ich bin seltsam. So, okay. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Sagen, wo schickt es mich denn hoch? Komme ich überhaupt hoch? Hier lang? Nicht lang? I don't know. Ich habe einen Kütlik. Hä? Das ist eben gerade hier so... Ach, jo. Oh, ich habe die Leiter nicht gesehen. Ach, das habe ich gehört. Den kann ich mir jetzt holen, ne? Ja, den kann ich mir holen. Okay. Ich habe nicht mehr auf Leertaste gedrückt. Also springen gedrückt irgendwie. Aber okay. Ach, da ist meine Mission. Gut, starten wir. Und danach machen wir die Hauptmission, sofern keine Nebenmission vorhanden sind. Ich weiß, deine Hilfe durchaus zu schätzen, Faith. Auf deine Oberflächlichkeit könnte ich allerdings gut verzichten. Weil ich bleib einfach wirklich bei diesem Plan, dass ich mich jetzt nur noch den Missionen widme, außer es irgendwie, ja, sowas wie ein Critnot verfügbar oder eine Antenne, die zerstört werden kann, diese Dinger da. Aber ganz bestimmt kann ich da hoch, anscheinend, ne? Ah, nein, nein! Ah, Gott, halt dich doch!
Halt dich doch einfach bitte dran fest. Ich wusste nicht, ob ich dran an der Wand laufen sollte oder nicht. Jedenfalls die ganzen Liefermission-Dinger und so weiter und so fort. Die Liefermission, Ablenkung, so, die sind nicht ein Fall, wenn man es mal so nennen möchte. Hä? Sie glaubt tatsächlich an das Konglomerat. Ihr Vater war ein guter Lehrer. Hä? Wie klette ich denn jetzt weiter hoch? Hier anscheinend nicht. Ich kann mich doch da nicht festhalten, oder? Alt soll ich drücken. Ach, alt gedrückt halten. Doch, da dran? Ernsthaft? Nee, das hat jetzt nur so geglitzert, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da dran soll. Aber irgendwie muss ich ja da hochkommen, ne? Oh, da ist das. Okay. Dann gehe ich aber wieder offline, okay? Kann ich offline gehen? Ich möchte offline gehen. Ich möchte die Runner Vision nicht aktiv haben. Ich möchte die. Ich will nicht. Ich kann die nicht ausmachen. Ich weiß nicht, wie ich die ausmache. Na super. Ich wollte das ohne Runner Vision weitermachen. Ich wollte die nur so als kleine Hilfestellung nehmen. Achso, muss ja gar nicht an der Wand lang. Ach, hier. Oh Gott. Kann ich ja nochmal ranziehen? Achso, okay. Ich komme gerade so dran. Isabel zufolge wollen die Familie nur das Beste für uns. Und das kann nur durch persönliche Leistung erreicht werden. Isabel glaubt wirklich daran. Ich bin gut im Klettern. Ich merke das immer wieder. Zu halten und die Mittelkräfte ruhig zu stellen. Sie weigert sich allerdings, den Gedanken auch nur zuzulassen. Das Konglomerat könnte die Arbeiter womöglich belügen. Was Isabel Kruger nicht begreift, ist, dass die Idealvorstellung persönlicher Leistung gleichzeitig auch entmutigend ist. Denn was einer gewinnt, geht zwangsläufig einem anderen verloren. Und da unsere Gesellschaft bereits in strikte Klassen unterteilt ist, wird es immer wieder dieselben Gewinner und Verlierer geben. Da und da hoch. Hallo? Hoch? 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 Geht doch. Black November strebt eine Gesellschaft an, in der jeder dasselbe beisteuert und somit auch denselben Wert besitzt. Die Familien behaupten, wir wollten Omnistat wieder aufbauen, aber das ist nicht wahr. Ah. Es gibt nur eine Möglichkeit, so? Eine tragfähige Gesellschaft zu erschaffen. Wie kann sie in der Luft, wenn sie in der Luft ist, noch weiter springen? Mehr sein kann als das Kollektiv. Was im Moment leider nicht für alle gilt. Okay. Es wird natürlich immer jeden, ja. Weigern, diese grundlegenden Wahrheit. Wie kann man sowas freiwillig machen? Sie sind ausnahmslos diejenigen, die von dem derzeitigen System am meisten profitieren. Und deshalb müssen sie, falls nötig, vernichtet werden. Was die Familien nie jemandem erzählen, ist, dass ihr Weg keinerlei Nachhaltigkeit besitzt. Ah. Es gibt einfach nicht mehr genug Energie. Ja, ich habe beim Sprung gemerkt, ich hätte draufstehen sollen. Diese Erkenntnis kommt dann immer nur zu spät, ne? Wir müssen uns ändern. Oder wir sterben aus. So, einmal hoch. Oh Gott. Bloß nicht runtergucken, ne? Nein! Was mache ich denn? Warum habe ich... ich muss meine... meinen Daumen von der Leertaste früher loslassen. Ich muss. Ich mach's aber nicht, ne? So, okay. Einmal hoch. Dann einmal so. Wieder hoch. Ah, hinter mir. Hinter mir. Und da. Und da können wir direkt weiter. Und dann. Hüpp. Hier hin. Oh Gott sei Dank, die ist jetzt. Oh, ja, Ernst? Gott sei Dank hält sie sich automatisch fest.
Jemine! Jetzt in der Nähe des Gebäudes, auf dem sich die Antenne befindet. Such nach einer Möglichkeit, nach oben zu kommen. Ja, irgendwie steht das da so, aber... Was soll ich denn das machen? Hä? Ja, da oben ist ein Dings, da muss ich rankommen. Aber wie? Irgendwas ist damit. Dass ich da irgendwie hoch soll, aber absolut keine Ahnung, wie ich das... Oh Gott sei Dank. Wie ich das machen soll. Die hält sich ja hier nirgendwo fest. Und ich kann ja schlecht mich umdrehen. Ah! Ah! Ich sag ja, ich verliere immer die Orientierung, wenn ich dieses sich um 180 Grad drehen mache. So, ist direkt hinter mir, ne? Da. So, und jetzt kann ich hier hoch. Es gibt gerade mehrere Meldungen über eine Runnerin in den Projekten. Wie es aussieht, hatte ich Krugersack im Visier. Sei also vorsichtig. Und jetzt? Kann ich ja nur... Du musst ganz nach oben fällen. Hoffen, meinen dass ich... Folge gibt es dort einen nicht abgeschirmten Signalverstärker. An ihn musst du den Tab anbringen. Wie? Das funktioniert alles gut. Funktioniert alles sehr, sehr, sehr ausgezeichnet gut. Ich dachte, ich kann mich an diesen schwarzen Dingern da festhalten, aber dem war gar nicht so. Was machst du, Faith? Ja, ich habe gesehen, wo ich hin kann. Dahin. Nur irgendwie mit Anlauf? Oh Gott, jetzt bin ich auf so einem Zwischenträger. So, wieder hoch. Ah, ich kann direkt von hier aus daran springen. Das soll mal auf die Idee kommen. Ich war nicht hoch genug. Hey, ich lebe ja noch. Überhaupt hinkriegt, so weit zu springen. So. Bin auf jeden Fall schon mal hier. Bring den Überwachungstab an. Wo soll der denn hin? Da oben hin. Ja, nee, ist klar. Spring ich da jetzt hin oder wie? Den Tab jetzt an. Und er funktioniert. Geht er echt durch, ne? Gute Arbeit, Faith. Sei vorsichtig, wenn du wieder nach unten gehst. Wie es aussieht, hat Krugersack aufgrund der früheren Meldungen ein Einsatzteam entsandt. Ja, zieht ja eine Runnerin aus dem Verkehr. Merke ich nichts davon, ehrlich gesagt. Das ist das Herrlichste überhaupt. Okay. Dann wollen wir mal. So kann man es auch machen, ne? Ist hier noch irgendwie was, wenn ich hier schon mal bin? Kann ich mich ja kurz umsehen? Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, ne?
Ja, nach unten fühlt sich das immer viel besser. Eine Menge Daten, Fade. Danke. Das wird uns bei unserem Kampf enorm weiterhelfen. Kein Problem. Es war eine erfrischende Abwechslung. Ich frage mich, woran du eigentlich glaubst, Fade. Irgendwas sagt mir, dass dich das alles weit weniger kalt lässt, als du vorgibst. Aber wo stehst du wirklich? Ich erwarte darauf keine Antwort. Und vielleicht weißt du es ja selbst nicht. Aber die Frage sollte dennoch gestellt werden. Deine Mutter hat immer gesagt, unsere Fragen zeigen uns, wer wir sind. Hier ist irgendwo eine Tasche. Irgendwo ist eine Tasche. Irgendwo. Fragt sich wohl. Ah, ich war nicht. Ich bin nicht der Welle. Das sind so Millimeter, die einem fehlen, ne? Das muss man doch irgendwie schaffen. Ah, jetzt habe ich es hingekriegt. Okay. Ist hier die Tasche irgendwo? Wow! Da ist ja ein Loch! Ups. War beinahe schief gegangen. Irgendwo hier ist eine Tasche. Oh. Ich sehe ein paar Gridlings, ja. Oder Gridleaks oder wie auch immer man die... Da oben ist die Tasche. Komme ich von hier aus da drauf? Oh. Ich habe eine Tasche. Ich will gar nicht wissen, wie ich jetzt hier wieder runterkomme. Bin wieder unten. Ging ja doch einfacher, als ich gedacht habe, wieder runterzukommen. Ups. Ich höre irgendwie noch weitere. Weiß aber gerade nicht. Ach, hier ist eins. Arsch. So, gut. Dann haben wir das für diese Folge. Huhu! Haben wir Nebenmission gemacht, dann können wir uns auf den Weg zur Hauptmission machen und die dann angehen in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, eure Tai.